Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Factory Town. Hier in unserer wunderschönen, riesengroßen und fast schon komplett ausgearbeiteten, ja, Stadt. Fabriksstadt, wie der Name schon sagt, ne? Ja, genau. Gut, wir haben gar nicht mehr so viel zu tun heute. Also wir müssen noch ein Gebäude-Mana-Reaktor bauen und ein Gegenstände, einen Omnistein produzieren. Und von einem Mana-Reaktor, und da brauchen wir... Achso, Mana-Reaktor ist das Ding da oben. Kann ich sowas bauen? Gebäude. Mana-Reaktor. Ja, kann ich sogar bauen. Aber wisst ihr was? Da ist ja da oben... Das ist ja auch ein Mana-Reaktor, ja? Und wenn er da schon so schön da ist, warum nehmen wir nicht den her? Ja, mir gefällt das nämlich so schön, dass der da so am Berg oben ist, dass man da hinfahren muss, ja? Was kann ich mit so einem Omnistein eigentlich machen? Ist eine gute Frage. Aber wir könnten das natürlich jetzt schon quasi bauen. Aber man sieht, auch hier haben wir... 20, ach du, jetzt sehe ich es erst, 20 Dinger sind da, die wieder aufgeladen werden müssen, wie es aussieht. Ja, das ist natürlich, das könnte ein bisschen tragischer werden. Die werden wir dann, Moment, ich kann nicht, nicht forschen, ich wollte das Ding eigentlich drehen. Ja, das kann ich sogar, was ist denn das, warum knubbelt das da jetzt drüber? Es gibt eine alte verlassene Mana-Reaktor oben auf dem Berg. Es funktioniert immer noch. Wenn sie die richtigen Ressourcen hinbringen, können sie es zur Herstellung von mächtigen Omnisteinen verwenden. Kann ich das verschieben auch? Nö. Aber drehen konnte ich es. Okay. Gut, dann mache ich aber jetzt trotzdem... Mache ich mal Auflader dahin. So. Auflader. Ja, ich nehme da das alte Konzept, aber dafür drehen wir da die so. Zack, 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 zack. Und dann da auch nochmal. Und... Ja. Dann muss ich da zumindest... genau. So. Strukturblöcke. Da muss ich da zumindest hier die normalen nicht mehr raufbringen. Weil das könnte ich dann eigentlich gleich machen, dass ich da gleich mal... ich baue jetzt mal die Straße fertig, hätte ich gesagt. So, das kommt auf jeden Fall weg, weil das ist hässlich. Ja. Das wussten wir letztens schon, dass das hässlich ist. Also weg damit. Braucht kein Mensch. Ist hässlich. So. Huch. Was? Nein, ich habe... Oh nein, ich habe mich verdrückt. So. Ja, das kommt weg. Weil da haben wir ja so eine schöne Brücke rüber, die wir natürlich verwenden werden. Und ich weiß, dass das dann natürlich ewig dauern wird. Aber witzig, dass ich... Ich müsste den da oben gar nicht verwenden. Das finde ich jetzt fast ein bisschen schade. Genauso wie ich das schade finde, dass der das falsch machen würde. Weil... Oh, neue Forschung verfügbar. Ich habe jetzt immer noch Forschung. Ach so, klar, ja. Ich habe noch nicht alles erforscht. So. Ja, da bauen wir dann den Weg da irgendwie da am Boden rum, oder? Ja, ich versuche das jetzt wirklich so zu bauen, dass das ein bisschen antik dann ist, quasi. So, macht er das eigentlich richtig oder nimmt er da... Ja, dann nimmt sogar die richtigen. Okay, neue Forschung. Ist sehr schön. Dann machen wir hier Erzplatzierung. Achso, nee, das geht noch nicht. Erdverstärker. Okay, gut, zack. Wunderbar. Ja. Gut, aber ich glaube, wir haben sowieso... Wir müssen eh die Erzdinge... Ich lasse das jetzt mal, ja. Achso, da sollten wir... Was ich aber schon machen sollte, hier da die Dinge, weil sonst schwebt das so wie... Für Linken brauchen wir es nicht. Diese Links, keine Ahnung, das werden wir irgendwann mal auch rausfinden, wie das funktioniert. Aber jetzt noch nicht. So. Aber würdest du bitte dann da, den da auch noch? So. Zack. Was wir nämlich schon jetzt machen müssten, wäre jetzt eigentlich trotzdem ein bisschen optimieren, weil viele der Dinge einfach nicht gut laufen, wie man sieht. Ja. Also hier zum Beispiel, das ist interessant, dass da so viel von den Büchern noch drin sind. Ich meine, ich würde ja am liebsten mal gucken, dass wir trotzdem die Dörfer noch ein bisschen größer machen.
Das ist schon maximal, oder? Da geht nichts mehr. Ja, das ist maximale Stufe 9, da geht nichts mehr. Dann schauen wir, dass wir da vielleicht ein bisschen noch upgraden. Kriegen wir das noch hin? 260, 196. Das glaube ich, kriege ich doch so niemals hin, weil ich keine Häuser mehr bauen kann. Ah, da müsste ich ja wirklich gucken, dass ich Verbesserungen... Okay, dass ich die Sachen dann verbessere. Ja. So, ich glaube, also da haben wir definitiv mehr als genug von den Gelben. Von den Gelben haben wir definitiv mehr als genug. Ich schaue jetzt wirklich vorerst Steinchen. Ja, ganz ehrlich, Steinchen. So. Wir werden uns um Steinchen kümmern. Ja, das sind die Steinchen. Also, wir haben genügend gelbe Steinchen. Da brauchen wir nichts uns denken. Rote Steinchen. Rote Steinchen haben wir definitiv ein Defizit. Warum eigentlich? Es ist so witzig, bei den anderen haben wir da überhaupt kein Problem. Und der ist einfach hier voll lame. Ja. Das geht ja gar nicht. Komm, dann machen wir einen zweiten. Das ist ja das Gute, wir können die ja mittlerweile bauen. So, weißt du was? Dann machen wir den ein bisschen nach vorne. Dann machen wir den auch ein bisschen nach vorne. So, dann so und so. Genau, dann kommt da einmal das da raus und das da raus. Dann kommt das weg. So, und dann machen wir einmal... So, einmal so. Und das kommt dann so. Und das Ding da oben machen wir dann eher so, ne? Dass wir da auf Dreierhöhe. Ich meine, ich könnte natürlich auch Verstärker ranpacken. Aber brauchen wir nicht. Sollte so auch reichen vorerst. So. Sollte so auch reichen vorerst. Einmal da, nein, einmal bitte da so normal rein, danke. Und die Steinchen kommen da auch rein. Ich mit einem Teiler. So, dann müssten die beide schön am Arbeiten sein, genau. Dann haben wir da zwei. Weißt du was, in Wirklichkeit können wir da das auf jeden Fall so machen, dass die alle vier Feuerkristalle aufnehmen. Ich habe da keine anderen Sachen mehr, in Wirklichkeit. So, okay. Brauchen die Roten irgendwie länger? Das irritiert mich jetzt schon. Jetzt bin ich gespannt, ob die danach kommen. Da könnte ich einen Wasserverstärker dazu packen. Das Lager wird natürlich jetzt schon schneller leer. Aber ich sag mal, irgendwann wird das hier dann auch quasi voll sein. Ja, wenn jetzt mehr Steinchen kommen, dann passt das auch. Aber gerade die Roten, da kommen so viel von diesen Sachen dazu. Da sollte das eigentlich kein Thema sein. Naja. Gut, da ist auf jeden Fall verbessert. So, als nächstes Violett. So, der ist eigentlich auch ganz brav. Ja, der arbeitet ganz brav dahin. Könnte der ein bisschen mehr arbeiten, eigentlich? Nee, weil dem fehlt jetzt in Wirklichkeit das Eisen. Weil der zu langsam ist. Du wirst mich doch verarschen. Wieso ist der Eisenlieferant zu langsam? Dann müssen wir einen zweiten machen. Und dann müssen wir einen zweiten machen. So. Ist ja alles kein Thema. Kriegen wir alles hin, ne? So. Zack, zack, zack. Und dann da schön nach unten. So. Irgendwie sehen die fast wie Steinchen aus. Haben die immer schon so ausgesehen? So, jetzt muss nur der natürlich auch mit Holz beliefert werden. Dazu bitte ein magisches Pferd. Also, naja, gut, das. Das können wir eigentlich gleich so machen. Ja, nicht nach oben, sondern so. Ja, sehr, sehr schön. Also, würde das in die richtige Höhe gehen. Sehr schön. Okay, gut. Einmal da. Und einmal ran da.
So, und dann kannst du auch mit maximal Power arbeiten. Und einmal da draufgeschmissen. So. Jetzt müsste das ein bisschen schneller gehen. Dann kann ich da vielleicht einen dazu tun. Weil diese Schmuckdinger sind praktisch, glaube ich zumindest. So, okay. Aber hier die Steinchen, ja, da haben wir auch irgendwie dasselbe Problem, dass die Violetten... Der ist voll, der Speicher, also da können wir definitiv dasselbe wie drüben machen. Also ein Häuschen dazu. Dich schieben wir dahin. So, das kommt weg. Das kommt hin, das kommt hin. Dann kommt hier, ich mache hier noch normale Wege, ne? Also normale Dinger. Da kommt ein Teilibus drauf und dann einmal hier 1, 2. 1, 2, so. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Mana-Steinproduktion vielleicht nicht nachkommt. Oh. Das müssen wir, wird sich natürlich dann rausstellen. Aber schauen wir mal. So, zack, zack. Und einmal da rein. Und zack, zack. Und einmal da rein. Das war jetzt doof. Weil da muss ein Verteiler auch hin. So. Gut, jetzt haben wir da zwei. Das passt. Und sollten die eigentlich auch schön hier... Ja, das passt gut. Dann wird hier der Speicher voll. Wobei da, man sieht... Weiß ich nicht. Die Kristalle, die sind auch irgendwie jetzt nicht so... extrem benötigt. Das ist so komisch, dass die Roten da so... Braucht der bei Rot mehr? Nee, das ist ja alles gleich, ne? Achso, bei Rot mache ich schon die dritte Stufe, oder? Das ist der Unterschied. Bei Rot habe ich... Nee, mache ich auch erst Stufe 1 und 2. Also das verstehe ich nicht, dass der bei Rot hier irgendwie so anders ist. Voll komisch. Oder braucht der 8 und 2... Was braucht der? Der braucht ja wohl das Gleiche, oder? Das ist doch alles gleich. 8 und 2. Ja, puh, keine Ahnung. Gute Frage. Ach, kommst du jetzt mit den polierten Steinen nicht nach? Ne, jetzt kommt er mit den Kristallen nicht nach. Okay. Dann noch zwei von denen. Dann sollte das alles kein Thema sein. So. So, und ein paar von denen kopieren. So, geht's jetzt schneller wieder? Aber ich glaube trotzdem, er braucht polierte Steine auch ein paar mehr. Da könnte ich natürlich jetzt einen dritten ranpacken. Wobei ich muss ja... Ach, ich erinnere mich. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Aufgrund diverser Sachen, wie zum Beispiel Mitarbeiteranzahl, ne? So. Aber ey. Es wird schon werden. Ja, du machst bitte auch polierte Steine. Stimmt, das müssen wir auf jeden Fall, bevor ich jetzt hier so extrem eskaliere, weil ich, ach, ich sehe gerade. Ja. Wo könnte ich theoretisch noch die Stadt noch upgraden? Also bevor ich da jetzt weitermache, muss ich mir merken, also bei Violett haben wir es gemacht. Hier, wie sieht es hier aus, upgrade-mäßig? Da sind wir bei... 240 von 260, also am ehesten, sag ich mal, habe ich hier dann noch Potenzial, da müsste ich nur schauen, wo ich da noch Häuser hinpacken kann, weil hier ist alles schon so vollgestopft, gut, da könnte ich da unten noch Häuser hinpacken, ne? Was ist denn das eigentlich? Weg mit diesem alten Weg. Führen immer noch alte Wege hier rum. So, ich glaube, dass ich da auf jeden Fall hier Steinchen, ja, Steinplattformen. Das alles ein bisschen aufschütten. So, und dann machen wir da einen Zaun rum. Okay, so passt das. Nein, das gefällt mir nicht so. So. Ich habe noch... Zwei Häuschen haben wir noch, genau. So, und jetzt muss ich aber schauen, dass ich auf jeden Fall
genau, irgendwo die Zufriedenheit soweit steigere, dass wir die da noch ein bisschen mehr Häuser hinmachen können. Ja, damit wir das noch upgraden können. Dazu muss ich einfach die Bevölkerungszufriedenheit so weit steigern, dass ich da aufs nächste Level komme, weil dann kann ich wieder ein paar mehr Häuschen bauen, dann passt das. Okay, und da werden wir schauen, dass wir das hier machen. Wir könnten hier auf jeden Fall Zufriedenheit... Ach, schade, da kann ich gar nicht gucken. Da kann ich gar nicht gucken. Aber was haben wir da zum Beispiel? Also ich sag mal hier die magischen Dinger. Da habe ich noch gar nichts. Mana-Ziegel. Zaubermantel. Ich muss mal schauen, kann ich irgendwo Zaubermantel tauschen? Weil witzigerweise, die Dinger produziere ich ja, aber da sind wir halt viel zu langsam, ja. Aber vielleicht kann ich wirklich irgendwo... Oder ich mache die Dinger, das geht natürlich auch. Ist das eigentlich, wenn ich die mit dem Verzauberer produziere, kommen da leere Kristalle raus, oder... Die Bücher, ja, da kommen leere Kristalle raus. Das würde also gut gehen, wenn ich Bücher habe. Dass ich diese magische Buchproduktion vielleicht irgendwo mache. Also ich glaube, ich muss trotzdem diese Kristalle ja irgendwo zentral sammeln. Das wäre vielleicht auch jetzt eine Aufgabe, die wir jetzt irgendwo hinbiegen. Habe ich irgendwo noch eine freie Insel? Hier, aber da ist... Okay, nee, das will ich nicht. Ah, und apropos Zaubermäntelchen, was brauche ich da? Kronen, ja genau. Kronen. Eine der teuersten Sachen überhaupt und der Zaubermäntelchen. Nee, so machen wir das nicht. Eine freie Insel wird gesucht. Ich meine, ich könnte die hier verwenden. Muss ich da doch so einen Weg nochmal rüber machen. Ich merke gerade, dass das echt ein bisschen doof gebaut ist hier, diese... Das Feld hier. Ich glaube, ich baue jetzt echt einen Weg darüber und dann ist das meine Insel, wo ich die Kristalle sammle. Aber wie mache ich das jetzt am blödesten? Ja, das ist jetzt designtechnischer Natur schwierig. Schwierig anzubieten. Aber ich mache es einfach mal so, dass wir da... rumfahren. Dann machen wir da eine Abbiegung. Ah, sorry, ich musste mich ein bisschen räuspern. Weiß ich, irgendwie, ich habe leicht Halsweh. Ja, es ist natürlich nicht so ideal, da ein Let's Play aufzunehmen. Aber hey, für meine Community mache ich alles. Nee, ich muss, also natürlich auch, ja, aber ich hatte ja schon voll Lust wieder auf dieses Let's Play. Und da kann mich so ein bisschen Halsweh nicht aufhalten, ja. So, gehen wir nämlich einmal da den Umweg darüber. Dann einmal da wieder. Auf derselben Höhe, ja, weil das muss eine niveaufreie Straße sein, auch wenn das hier natürlich nicht notwendig ist. Bei dem Spiel, aber ich mag es trotzdem so machen. So. Warum mache ich da jetzt eigentlich eine Straße rüber, wenn ich doch eh Förderbänder und so habe? Weiß man nicht so genau. So. Und eigentlich muss ich ja eine doppelte Straße dann noch bauen. Das ist natürlich auch das Problem, beziehungsweise eigentlich eine dreifache. Ne, ich glaube, ich mache hier nur eine doppelte. Eine doppelte müsste hier reichen. Bedarfsoptimiert, ne? So. Gut. Ja, genau, speichern, danke. War ein kurzer Lag. Ah, machen wir da weiter. So. Was? Oh. Ach, da sind wir von der Höhe her. Ja, toll, jetzt, ich weiß, jetzt verbrauche ich die ganze Zeit damit, hier so eine Straße zu bauen. Aber hey, das ist wichtig. Designtechnisch muss das alles passen.
ja, dass wir zumindest hier am Ende der Staffel designtechnisch das alles schön unterbekommen. Schon ganz wichtig, ne? So. Gut. Sollte soweit passen, hätte ich gesagt. So, dann kommt da jetzt das so rüber. Ja, natürlich fahren wir eins zu weit, ist klar. Oh. Okay, Moment. Sind wir noch zu niedrig? Was? Oh, ich hab... Ach, jetzt haben wir es wieder mal geschafft, keine Rohstoffe mehr zu haben. Okay, wir machen die Straße da drüber noch nicht fertig. Machen wir dann später. So, dann fange ich aber trotzdem an, hier jetzt mit Verzauberer so Büchlis zu machen. Ne? Beziehungsweise brauche ich... Ich bin ja... Aber hier ist immer noch nichts drin. Also das verstehe ich nicht. Okay, jetzt staut's. Okay, jetzt passt's dann. Gut, jetzt gibt's hier Stau. Also ich müsste hier einfach für Stufe 3 Forschung Bücher reinpacken. Oder ich mache was anderes. Könnte ich die, vielleicht kann ich die sogar anders noch zufriedenstellen. Mit Wasser zum Beispiel. Ja, das checke ich ja nicht. Bin ich ja zu doof. Ich meine, ich könnte, die haben sogar noch Grundnahrungsmittelbedürfnis. Oder ich gebe denen echt mehr Eisen. Wie sieht es mit dem Eisen aus? Habe ich da genug? Ich meine, der Speicher zum Beispiel ist voll. Also ich könnte denen jetzt echt einfach auch Eisen geben zur Zufriedenheit, weil es geht ja wirklich um die Punkte. Eisen und Nägel. Eisen, Nägel und Zahnräder vor allem, weil Zahnräder, Eisen, Nägel und Räder. Ich packe einfach alle drei rein, oder? Genau, weil die Räder zum Beispiel sind auch Eisen, Zahnräder und normale Räder. Ja, weißt du was? Warum nicht, ne? Machen wir einen Planwagen und der kann normale Räder von mir aus wirklich zwei Slots fahren. So. Eisen und Nägel. Oder Moment, gäbe es da nicht was anderes auch noch? Da gäbe es doch Erntemaschine, Floß, Frachtschiff. Nee, Luftschiff machen wir irgendwann mal vielleicht. So. Vielleicht nur. So, gut. Also dann holst du das Zeug hier alles raus und bringst das Zeug in den Gemischtwarenladen rein. Ist das ein... Nee, ist ein Marktstand. Wo ist denn da der Gemischtwarenladen? Da. Entladen. So. Da müsste eigentlich jetzt die Zufriedenheit ziemlich steigen. Weil die haben, wie gesagt, die Geschichten ja noch gar nicht drin, wie man sieht. Gut, und magisches Wissen trotzdem. Aber gut, magisches Wissen... Witzig, da haben die nicht zumindest... Achso, weil ich das hier deaktiviert habe, ne? Warum haben die ja kein magisches Wissen mehr? Oder habe ich das deaktiviert? Ne, eigentlich nicht. Nö, der macht schon. Alles gut. Ach stimmt, da hatte ich ja die Förderbände irgendwann mal rausgenommen. Okay. Gut, dann haben wir da diese Zufriedenheit. Was haben wir da noch? Ich könnte aber auch hier so normale... Ja, die warmen Mäntel, die sind halt auch immer noch ein bisschen problematisch. Sollte ich das vielleicht wirklich da hinten... Die warme Mantelproduktion werde ich, glaube ich, echt auch upgraden. Aus dem Grund, weil ich die halt echt viel verwende, ne? Ich meine, das Gute ist, eigentlich sollte ich hier... Ja, was brauchen wir denn? Ich brauche da noch ein paar. Ich brauche da noch ein paar mehr von diesen Farmen, ne? So, machen wir noch zwei von denen, ist ja okay. Wollfarmen. Wolle und noch mehr Wolle. So, dann muss ich aber schauen, dass ich trotzdem irgendwie da noch eine vierte Tierfutterschleuder bekomme. So, aber ich mache das jetzt eher so ein bisschen
Nein! Toll. Ich wollte eigentlich sagen, ich mache das eher so ein bisschen, dass die vierte Tierfutterfabrik vielleicht nicht so ganz optimiert ist. Wobei andererseits, sie sollte natürlich optimiert sein. So, raus. Und darüber und da rein. Und hier bitte auch Tierfutter machen. Aus dem Zeug, ja. Warum habe ich da eigentlich zu wenig... Warum sind das so wenig Felder? Ich muss die natürlich da... Moment. Alles natürlich schön mit Farmfelder auch bestücken. Weiß nicht, warum, dass ich das nicht gemacht habe hier. Da war ich wohl damals faul. So, Farmfelder, okay. Und natürlich auch hier Getreide anpflanzen. So, damit das alles schön getreidig ist. Das passt gut. So, okay. Und ich bin mir unsicher, aber ich glaube, da müsste eigentlich ein normales magisches Förderband, müsste da ja geschwindigkeitstechnische Natur genügend liefern können, oder? Für... Ich baue das jetzt um. Wir haben da 1, 2, 3, 4, wir haben da 5 Sachen. Also müsste ich eigentlich 5 Getreidemühlen machen. Weil ich sag mal, eine Getreidemühle wird da wohl genügend Futter. Oder ich mache das dann mit magischen Förderbändern. Ich baue da jetzt noch eine ran. So. Zack. Und jetzt probieren wir das erstens mal mit magischen Förderbändern. Ist das tiefer? Nee, die sind alle gleich. Okay. Ja, ich weiß, ich habe schon fast keine Leute mehr. So, aber ich muss das. Das hilft alles nichts. So, dann bekommst du einmal ein magisches Förderband ran. Und so. Das muss ja wohl reichen, oder? Ja, sage ich ja. Das reicht auf jeden Fall. So, dann einmal daran. Nummer 2. So, und dann einmal so. Genau. Ich weiß jetzt nicht, soll ich das jetzt so machen, dass ich da... Nee, ich habe jetzt 5 von denen. Dann kann eigentlich jedes genau einen bedienen. Das passt dann schon. So machen wir es auch, hätte ich gesagt. Das muss ja dann wohl reichen. So. Das muss ja wohl dann reichen. Zack. Oh. Ja, nein, Hilfe. Ja, dieses Quick-Menü, da bin ich auch noch nicht so ganz schlau geworden draus. Wobei, da werde ich wahrscheinlich doch, glaube ich, 2 rausfahren. Dann müssen wir da mit Schnellen arbeiten. Dafür kommt das hier dann weg. So, einmal den Schieber. Oder wir machen das generell da mit 2, das, ja... Machen wir doch so. Machen wir doch so. So. Damit Schnellen soll es dann hoffentlich reichen, dass der dann 2 bedienen kann. Oh, ich sehe schon, ich habe schon wieder zu viele blaue Förderbänder. Wie kann man zu viele blaue Förderbänder haben? Das ist eine gute Frage, ne? So, der ist voll. Jetzt kommt der... Kommt der da hinten nach? Ja, das müsste eigentlich so passen. Solange die beiden dauernd liefern, soll es passen. Und die liefern beide super. Okay. Gut, dann... Selbiges Spiel... Nee, nicht selbiges Spiel. Da reicht jetzt ein Einzelner wieder. Also das kommt mal alles weg hier. So. Ja, Lag ist okay. Und da reicht jetzt, da müssen wir jetzt kein blaues Förderband nehmen, da reicht auch ein normales Förderband. Da kommt ein Einzelner. So. Da können wir das dann, glaube ich, wegtun. So, die sind aber schön voll. Oh, da kommt zu wenig nach.
Ach, weil der wirklich zu wenig Getreide liefert. Okay, ich sehe schon. Da haben wir ein Problem. Jetzt liefert der doch zu wenig Getreide, weil wir da dann wahrscheinlich doch von dem aus auch noch rein müssen. Machen wir da doch einen Aufteiler und keinen von denen Logikblöcke Teiler. Nein! So. Wieso liefert der eine jetzt zu wenig? Ja, weil der mittlere natürlich jetzt... Okay, das müssen wir, glaube ich, anders designen. Dann machen wir da einen Zusammenführer. Haben wir eh auch noch fast nie verwendet. So. Nein! Verdammt! Ach, Mensch! Ich darf doch nicht hier die optimale Farmgeschichte da unten kaputt machen. So. Genau, und da brauche ich jetzt einen Zusammenführer. Fusionierer. Der sollte jetzt eigentlich genau... Der ist 1-1-1. Das bedeutet, dass die auf jeden Fall gleichmäßig einmal links, einmal rechts reinfahren lassen. Ich meine, ich könnte den natürlich mit einem gelben Münzverstärker... Komm, ich habe so viel gelbe Münzen. So. Genau, und selbiges Spiel kommt dann da. Das können wir wegtun so. So. So, okay. Den machen wir auch auf 5. Und dann können wir da eigentlich, da würde ich sagen, machen wir da aber jetzt wieder dieses zusammengeführte Förderband. Das ist zu hoch. Das zusammengeführte Förderband für beide. Ist das jetzt? Ja, müsste die richtige Höhe sein. So, und ich brauche da auf jeden Fall trotzdem noch einen Brunnen. Ich brauche da noch Brunnen, 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 Brunnen. Gut, einmal könnten wir... Nee, schade, ich kann den nicht auf Wasser bauen. Komm, dann machen wir es so. So, Erd... Nein, wieso? Da, verdammt. Kann ich den nicht? Doch, kann ich ja wohl schon. Hä? Spiel, willst du mich jetzt? Offensichtlich, ja. So. Dann schauen wir, dass wir da irgendwie runterkommen. So, okay. Ihr habt vielleicht schon eine Idee, was ich vorhabe. Okay, dann müssen wir noch weiter. Geht sich das jetzt aus? Immer noch nicht. Eieiei. Das Problem ist, dass ich dann wahrscheinlich irgendwann... das wollte ich genauso nicht. Dann wahrscheinlich irgendwann vorne nicht mehr raus kann mit dem, oder? Nein. Okay. Wieso komme ich da nicht runter? Ach, weil ich da... Ich check schon. Okay, ja, egal. Komm, machen wir so. Eins ist halt wichtig und das können wir eh gleich machen. Das muss da dann ran. So, und der Greifer. Genau, das passt ja schon so. Und ganz ehrlich. Machen wir gleich so. So. Epische Geschwindigkeit. Eigentlich ist ja jetzt... Eigentlich ist jetzt der, der... Ja, der ist der Langsame jetzt. Das liegt aber daran, weil der einfach zu wenig Stoff bekommt. Weil der nicht nachkommt. Egal, wir werden jetzt mal gucken, dass wir die fertig machen.
Dann machen wir da einmal von hinten. Befüllung von hinten. So, zack. Jetzt müsste es passen, oder? Jetzt geht sich das aus. Geht sich das jetzt? Ja, wunderbar. Einmal so und dann einmal runter. Und einmal da und rein. So, und dann müssen wir da nur mal noch einen Schieber uns krallen. Warum ist da eigentlich noch ein Schieber? Den braucht kein Mensch. So, einen Schieber krallen. Und dann machen wir den da. So, zack, zack. Und rüber da. Und runter da. Sehr schön. So. Gut, dann müssen wir nur mehr noch das Wasser. Wasser ist Leben. Da reinpacken. Toll. Das müssen wir da mit einem Greif arbeiten. Okay. Dann brauchen wir da einen Schieber. Und da upgraden wir auf 5 Mitarbeiter. Ja, noch habe ich Mitarbeiterkapazitäten frei, aber es sind nicht mehr viel. Also vielleicht muss ich dann doch bald mal ich könnte die natürlich auch verbessern. Ach, ich könnte die jetzt sogar bis zum Maximum-Level verbessern, sehe ich gerade. Wie viel von diesen Kristallen? Ich habe so viel von diesen Kristallen, glaube ich, auf Lager, dass das überhaupt kein Thema ist. Dann verbessern wir die Weiden doch alle bis zum Maximum. So. Gut. Es mangelt hier trotzdem an... Das ist echt interessant, dass der jetzt... Das ging doch vorher so gut, oder? Ja, komm, dann packen wir... Ich hau jetzt wirklich... Also mit Münzverstärker, glaube ich, ist es überhaupt kein Thema. Kann ich jetzt raushauen, wie ich möchte. Weil ich habe so viel Münzen da... Ja. Ist nur die Frage, ob die da überhaupt noch was bringen. Ich meine, normal müsste schon was bringen. Ja. Scheint was zu bringen. Oh, ich habe ja auch einen Tee heute. Genau, ich muss ja... Moment, ich muss kurz Tee trinken. Habe ich mir einen guten Tee mit Honig gemacht. So, gut, jetzt sehen wir hier... Also da können wir auf jeden Fall rote Münzverstärker kommen. Ich habe auch rote Münzen extrem viel. Vielleicht auf 10 nicht gerade, aber auf 5 zumindest. So, und dann müsste da jetzt eigentlich dieser Speicher müsste jetzt etwas voller werden. Es ist nur die Frage aller Fragen, die sich mir stellt, ob ich das machen will oder nicht. Weiß ich nicht, was ist denn jetzt los? Wieso hat der, kennt der seinen Weg nicht? Hilfe, ich kenne meinen Weg nicht. Ach, jetzt kenne ich ihn wieder. Okay. Ob wir jetzt nicht hergehen und vielleicht doch dieses Lager automatisch befüllen? Ich glaube nicht, das machen wir auch. Weil hier mit dem Wagen ist das ein bisschen langweilig, sage ich mal. So. Erd 1, 2. Erde, 1, 2, so. Dann fahren wir aber ein bisschen in die Höhe. Ja, das muss auf jeden Fall ein fliegendes Förderband werden. Damit wir eine dieser letzten antiken Transportstrecken mal ablösen. Durch eine moderne, automatisierte Automatisierung. Weil wie gesagt, gerade diese Mäntelchen sollten uns auf jeden Fall helfen, Zufriedenheit zu steigern. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn wir die Masse produzieren. Was wir momentan noch nicht wirklich tun. So, apropos, was wir nicht tun, ich muss... Achso, nee, da brauche ich eh auch Bändchen. Wie sieht's hier eigentlich aus? Bücher sehen immer noch ein bisschen mager aus. Müssen wir vielleicht wirklich noch ein bisschen upgraden. So. Ja, aber wir haben hier 95 im Speicher. Also es wird schon definitiv besser. So. 1, 2... Boden 1, 2. Neue Forschung verfügbar. Das ist ja schön. Werden wir dann gleich mal forschen. Aber erstmal müssen wir schauen, dass wir da hochkommen. Die Geschichte lasse ich mir trotzdem noch offen. Weil wer weiß, ob wir nicht irgendwann doch nochmal normale Förderbänder wieder brauchen. So. Müssen wir nur schauen, wie weit wir da nach oben müssen. Ob das überhaupt notwendig ist, so weit. Das könnte ja sogar schon fast...
passend sein. Eins noch, oder? Sind wir da am richtigen Dampfer? Würdest du das bitte dran setzen, danke. Und wir haben auf Anhieb sogar die Höhe richtig gemacht. Das freut mich natürlich umso mehr. So, gut. Über Turbobänder machen wir Mäntelchenversorgung. Damit die Turbobänder auch wieder ein bisschen weniger werden. So, das magische Band über den Ozean. Gut. Müssen wir nur schauen, der Bandlieferant, der kann dann eigentlich seinen Job an den Nagel hängen. Seht ihr? Genau, den also der Mantellieferant meine ich. So, ja, und jetzt fröhliches Mantel erstellen. Ich hoffe, ihr macht das jetzt gut. Was ist denn jetzt los? Haben wir jetzt echt zu... Sind die zu langsam, oder was? Gut, aber weißt du was? Dann brauchen wir bei dem vielleicht die Arbeiter passen. Da haben wir jetzt... Können wir die rote Münzverstärker wieder auf 2 zurückdrehen. Gut, aber andererseits, wenn wir jetzt so viel produzieren... Könnte ich vielleicht ein paar gelbe Münzverstärker noch dazu packen? Also 2 Stück vielleicht. Na, da müssen wir aber dem wahrscheinlich auch einen dazugeben oder 2. Weil wie gesagt, gelbe Münzen habe ich so viel. Das ist gar nicht mehr feierlich. So, und wir müssen unsere Bändchen, unsere blauen, wieder ein bisschen weitermachen. Irgendwie ist das eine Lager fast zu wenig für die blauen Bändchen. Soll ich da ein zweites bauen? Ich weiß ja nicht. So. Habe ich jetzt eigentlich... Ist die Buchlane schon komplett blau? Bin mir nicht mehr sicher. Ich mache mal die Kristalllane weiter. Oder machen wir die mal blau. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen, dass ich da ja keinen Fehler mache. Sonst müsste ich da echt richtig viel zurückbauen. Das möchte ich auf keinen Fall. So, einmal bis hierher. Zack. Ja komm, ich brauche die jetzt komplett auf die blauen Förderbänder. Das ist okay. So. Gut, aber die Bücher, es sieht trotzdem ganz gut aus. Wobei wir natürlich sagen müssen... Ach ja, ich habe eine Forschung wieder verfügbar. Omnirohrübertragung. Ja, go. Omnirohr. Super. Machen wir nicht, weil wir keine Rohre verwenden. So, hier sind die Bücher auch voll. So, und wie sieht es jetzt mit der Zufriedenheit im Hauptdorf aus? Ich wollte eigentlich hier echt für mehr Zufriedenheit sorgen. Gut, die haben jetzt mit Baumaterialien auf jeden Fall mehr Zufriedenheit. Kleidung ist immer noch so lala irgendwie. Aber Kleidung sollte besser werden. Hier, diese Medizindinger sind halt auch... Ich könnte ganz easy wahrscheinlich... Habe ich nicht sogar Balsam? Fischöl. Könnte ganz easy... Fischöl zum Beispiel produzieren. Wir haben hier noch sehr viel Wasser. Gut, wobei ich muss aufpassen, ich habe nicht mehr viel Arbeit. Also so ganz easy ist es dann auch nicht. Zum Produzieren, aber naja. Wie gesagt, es fehlt mir nur mehr noch ein bisschen Zufriedenheit. Also ein bisschen, da fehlt noch voll viel Zufriedenheit, merke ich gerade. Was wäre denn sonst noch? Ausbildung? Soll ich denen vielleicht auch mehr nehmen, mehr Ausbildung? Hier, warum? Gourmet-Nahrung, warum ist da... Achso, weil die so viel Bärenkuchen haben, dass das einfach schon beim Maximum ist, oder was? Okay. Haben wir nicht irgendwo... Können wir nicht irgendwo so Zeug auch machen? Und ich könnte jetzt ganz billig hier irgendwie so Marmelade produzieren. Es ist echt schwierig jetzt gerade, weil jetzt habe ich wirklich das Problem, dass mir die Arbeiter ausgehen. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch die Städte irgendwie ein bisschen umschichten vielleicht.
Wobei, ach, guck mal. Ich brauch da... Ja, die beiden müssen noch wachsen, dann haben wir das hier eh. Dann kann ich hier erweitern. Ah, das ist ja gut. Okay, die beiden müssen noch ein Level wachsen. Die beiden müssten noch ein Level wachsen. Was haben wir eigentlich da? Haben wir im... Wie könnten wir denn hier vielleicht die Zufriedenheit noch steigern? Wir haben hier auf jeden Fall Holz und diese komischen Rädchen da. Vielleicht könnten wir hier ein bisschen Fischöl da hinten abzweigen, oder? Was ist... Ist das Fischöl da? Ja, schon, oder? Nee, weil... Ja, aber die Törtchen... Guck mal, die Törtchen, die sind ja eh... Maximum... Ich meine, ich könnte jetzt natürlich Folgendes machen. So. Und dann machen wir da eine Ausleitung. Das mache ich anders. Das machen wir anders. So, ich mache da ein Lager mit Fischöl. Weil man kann durchaus Fischöl auch verkaufen. So. Also da einmal Fischöl da rein. Und dann wird das so das Überschüssige... Ich weiß, ich muss die jetzt nicht limitieren, ich mach's trotzdem. Dann wird das so das überschüssige Fischöl wird dann daher gepackt. Muss ich nur noch schauen, wie ich das jetzt am geschicktesten anstelle. Also im Endeffekt wird so gehen, dass ich sage... Ich mach das auf jeden Fall blau, ist klar. Und das wird dann... Moment, wie machen wir das jetzt am blödesten? Dann geht's da... raus. Ich mach das jetzt mal so. Und wenn wir da jetzt einen Schieber... Der macht ja, falls möglich. Genau. So. Und schiebt er das auf jeden Fall darüber. Der soll's ja theoretisch nicht verlangsamen. So. Genau. Eigentlich müssten wir dasselbe irgendwie ja dann auch mit den anderen Sachen schaffen, oder? Ich meine, ich muss eins sagen, ich glaube eigentlich, ist jetzt das Magieförderband eigentlich, ist das zufällig eh dreimal so schnell wie ein anderes Förderband? Was haben wir denn da jetzt zusammengeschustert? Ach du Schande. Weil es sieht jetzt so aus, als wie wenn das sowieso so wäre, dass das ja reichen würde. Hier von den Kapazitäten, ja, dass ich da statt den drei Förderbändern einfach ein Magieförderband mache. Komm, das probieren wir jetzt mal. So. Nö, eins ist zu wenig offensichtlich. Okay. Oder? Ne, eins ist zu wenig. Da müssen wir auf jeden Fall zwei machen. Wie leite ich jetzt von 3 auf 2 zusammen? So, komm, das sparen wir uns jetzt nochmal. Kommen die nochmal weg. Dann müsste ich auf jeden Fall Fusionierer machen. Also vom Mittlern... Moment, das muss ich mir jetzt echt anschauen, wie wir das am besten hinbekommen. Ich könnte. Ich weiß auch nicht genau, was ich da jetzt gerade erreichen will, Leute. Ja, seid mir nicht böse. Ich bin am Experimentieren. Ja. So. Was wird das hier? Ich habe keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall einen. Ich mache so, dass ich da auf jeden Fall einen Teiler mache. Toll, jetzt haben wir wieder. Weißt du was? Hört auf, hier ran zu liefern, ja? Ende mal im Gelände. So.
Könntest du dann bitte fertig produzieren? Danke. Eieiei. Das mit der Zufriedenheitssteigerung klappt ja super. Nicht. So, dann kommt das mittlere weg, weil wie gesagt, zwei müssen auf jeden Fall reichen. So. Dann kommt das auch mal weg. Dann teilen wir zuerst den da auf, dass wir da zwei haben. Und dann kommt da ein Fusionierer hin. Und da ein Fusionierer hin. So, und dann müsste der so eingestellt sein, dass der gerade, also dass der mit Stufe 2 und der hier mit Stufe 2, dann, dass der immer 2 von der einen Seite und 1 von der anderen, dann sollte der das eigentlich meiner Meinung nach fair verteilen, ne? Also fair aufteilen. So. Und dann machen wir da 2 Ausleitungen, wo wir aber dann sagen, immer ein Schieber, falls möglich. Und falls nicht möglich, kommt das dann... Oder sollten wir das hinten schon bauen? Nee, ich möchte das hier haben. Ist zwar dann ein bisschen doof, weil... Obwohl, können wir da? Ja, da könnten wir eh unten durchfahren. So. Genau. Perfekt. So, damit das nicht zu viel wird... Na gut, wobei... Was soll da zu viel werden? So, okay. Und da nach unten. Zack. Sehr schön. Jetzt müsste das eigentlich, wenn meine Berechnungen stimmen, was sie ja meistens tun, nicht, müsste das eigentlich jetzt so sein, dass der das schön aufteilt. So, zack, zack und zack. Warum kommt da nichts? Oh, was haben wir denn da? Das ist natürlich so falsch. War das immer schon so falsch? Ja gut, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber das sollte eigentlich dann bald mal sich beruhigen. Das ist jetzt nur, weil die überall alle im Lager, in der Ausgabe so viel drin haben. Genau, die Fischereihütten sind eh alle auf 4. Die Frage ist, ob wir nicht die Fischereihütten auf 3 zurückstellen. Aber jetzt schauen wir mal, wie lange das jetzt so läuft. Weil da fehlen nämlich jetzt einige Törtchen. Genau, weil der zieht jetzt von einmal von der einen Seite 2 und von der anderen 1. Genauso wollte ich das haben. Genau, und jetzt kommen von da. Okay, jetzt sind die Schlangen leer. Das passt gut so. Jetzt ist aber die Aufteilung ein bisschen blöd, weil jetzt wartet er immer, bis hier 2 kommen. Obwohl, achso, der ist jetzt eh auch schon leer. Okay. Ja, und jetzt sollte das eigentlich dann relativ gut passen, dass sich das aufteilt. Genau, also die produzieren alle brav. Ja, das passt gut so. Das haben wir schön verteilt. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der hier die Törtchen wieder voll hat. Und dann haben wir da Fischöl. Und dieses Fischöl werden wir dann natürlich hier unseren Freunden zur Verfügung stellen. Und zwar, wo könnte man Fischöl verkaufen? In der Apotheke, oder? Ich glaube, ne? Ja. Gut, dann haben die da ein bisschen Zufriedenheit noch. So, hier, das dauert noch ein bisschen, bis die beiden dann maximal sind. Und dann können wir das hier auch upgraden. Dann sollten wir ja wieder ein paar Häuslis bekommen. Weil ich brauche jetzt wieder mehr Arbeiter. Ja, ganz dringend. Nein, wir könnten natürlich optimieren auch, aber hey. Wer will das schon? Oh, ich sehe gerade, die Buchlane ist ja doch noch nicht ganz, aber ich habe jetzt noch keine 500 magischen Förderbänder. So, hat er schon was ausgeleitet? Nee, aber bald. Törtchen sind bald wieder, oder? Apropos Törtchen.
Ja, weil Törtchen sind ja wirklich, sind die hier eigentlich auch dann ganz gut? Oh, wir haben da keinen Stein mehr. Oh, wir haben da wirklich keinen Stein mehr. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen mehr Minenschächte da nach unten graben. Achso, das sind keine unterirdischen, ne? Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Müssen wir das Steinding vielleicht ein bisschen anders machen. Ja, das ist natürlich eins mein Hauptlager, was Stein betrifft. Ganz ehrlich, Stein ist eins der Materialien, die wir hier zuhauf haben. Ja, da braucht sich definitiv keiner beschweren. Warum habe ich das jetzt eigentlich... Weiß man nicht so genau, ne? Kommst du mal weg? Ja, nee, echt, oder? Kann ich da nichts mehr liefern? Das wundert mich jetzt aber. So, ich könnte... Achso, das Ding kann ich ja nicht verschieben. Aha, solange da was drin ist, kann ich das ja nicht verschieben. Ich vergaß. So, dann müssen wir schauen, dass wir da auf jeden Fall unten durchkommen, aber oben drüber können. So, dann einmal eine Stelze. Komm, dann machen wir da mal wieder einen ordentlichen Bau. So, und 5. Sehr schön. Zack, 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 zack. Und dann, ja, fahren wir einmal drüber. Oh nein. Nein, verdammt. Ach, immer passiert das, dass sich diese Dinger einfach falsch setzen. Ja, diese komischen Gerüstteile da. So, und nein. Ja, genau, dann da ran. So. Dann sollte das Thema ja wieder erledigt sein, hoffe ich zumindest. Genau, das sieht gut aus. Muss ich nur hier dann vielleicht ein bisschen mehr Action ranpacken. Also ich glaube, mit 3 soll es reichen, oder? Wenn wir da... Genau. Oh, ach, der braucht hier wirklich... Okay, das ist interessant, dass der da so schnell abbaut aufgrund der Stadtspezialität, dass er da gar nicht nachkommt. Gut, aber ich denke, das soll reichen. So, was wollte ich hier eigentlich gucken? Genau, wie es da mit der Törtchenzufriedenheit aussieht. Aber müsste ja eigentlich auch ganz gut ausschauen. Genau, die Törtchenzufriedenheit ist auf jeden Fall gegeben. Wo sind die? Aber witzigerweise... Fährt da nur einer oder fahren da 2 Törtchenmäßig? Nee, da fährt nur einer. Okay, weißt du was? Da werden wir einen zweiten für Törtchen anstellen. Damit wir da hinten die Törtchenzufriedenheit auch auf jeden Fall... ich möchte da was Spezielles bitte aufnehmen. Achso, das ist da. Bitte einmal Kuchen aufnehmen. Und Kuchen da hinten wieder abladen. Nämlich in der Taverne. Ja, müsste die Taverne sein, ne? Ja. Damit wir da die Törtchenzufriedenheit auch steigern können. Ah, und ich glaube, die Gebäude sind hier gestiegen, oder? Nee, immer noch nicht. Ah, ich warte auf euch, Leute. Wie könnten wir denn hier noch die Zufriedenheit steigern? Ich meine, ich möchte diese Bücher möchte ich auf keinen Fall reinpacken. Magisches Wissen ist da schon auf 4. Also eigentlich die hochwertigen Sachen sind da relativ gut. Vielleicht sollten wir Mana-Ziegel verkaufen. Produziere ich ja Mana-Ziegel und die sind eigentlich gar nicht mal so... Weißt du was, dann verkaufen wir hier Mana-Ziegel im... Wo kann ich die nochmal verkaufen? Sowas habe ich hier noch gar nicht, oder? Hochwertige Waren verkaufe ich hier noch gar nicht. Okay. Gut, das sollten wir vielleicht dann noch reinpflanzen hier irgendwo. Einen hochwertige Warenladen. So, hochwertige Waren.
Ja, ich habe sicher drüber gelesen, ist mir klar. Hochwertige Waren. Wo? Da. Genau so, sehr schön. Weil dann werden wir da einfach ein paar Mana-Ziegel rein liefern lassen. Ja, ich bin jetzt mal so frei und nehme die Mana-Ziegel-Produktion, nehme mir das raus, dass ich die aus diesem Lager nehme und in diese hochwertigen Waren liefere, damit meine Leute einfach ein bisschen zufriedener werden im täglichen Leben. Ja, was will man mehr als zufriedene Leute? So, und wir müssen natürlich hier auch mal die Straße fertig bauen. Dazu muss leider wieder ein bisschen Natur weichen. Ah, wir haben da einen Auftrag zu erfüllen. Nämlich die Straße da, ja. Die hier über Stock und Stein fährt. Die sollten wir hier auch mal fertig machen. So. Oh nein, Bäume, ihr müsst weg. So. Einfach schön gerade machen. Genau. So, und jetzt muss ich wirklich, also das hätte ich mir echt nicht gedacht, dass das gegen Ende dann nochmal so wird, dass man da wirklich ressourcenmäßig so genau schauen muss, dass man mit den Arbeitern so Probleme hat. Also mit der Anzahl der Arbeiter. Das hätte ich mir echt nicht gedacht. Es sah zumindest meiner Meinung nach zu keinem Zeitpunkt so aus, dass man das irgendwann mal braucht. So, kommt da einmal. Ne, das müssen wir sogar schon vorher machen. Müssen wir da Rampen nach oben machen, ja. Nein, das wollte ich nicht wegtun. Wollte ich nicht, habe ich aber trotzdem gemacht. So. Was? Hä? Ach, bin ich doof. Das sind die falschen Rampen. Die darf ich hier nicht nehmen. Okay. Alles gut, habt schon verstanden, Spiel. Dann nehmen wir eben die leeren Rampen, damit wir da Straßen raufbauen können. Und in Wirklichkeit, ich muss ja eh zwei Ebenen nach oben, dann machen wir das gleich hier. Ja, ist besser hier die Steigung und dann müssen wir da eben mit Gerüsten arbeiten. Ja, machen wir da ein bisschen Push am Bau, sieht nachher eh keiner mehr. Wobei die sind, nee, das ist blöd. Wobei das sieht man nachher auch nicht mehr. Von dem her passt das schon. So. Ach, das ist... Okay, gut, dann müssen wir da doch da noch einmal nach unten. Wo ist das genau? Ach, hier ist die. Okay. Ja gut, das geht sich ja genau aus. Nein, das geht sich nicht genau aus. Verdammt. Ach, nö. Ach, komm. Ach, echt. Ja, dann müssen wir... Weißt du was, dann machen wir das gleich hier. Gleich hier ran. So. Haben eben hier ein bisschen umsonst, wie gesagt, das machen wir jetzt eh dann zu, damit man diesen Pfusch nicht sieht. Ja, ist auch manchmal eine Möglichkeit, Pfusch zu verbergen, einfach zuzumauern. Ja, alles kein Thema. Hauptsache, es hält Erdbeben stand. So, gut. Wunderbar. Wohnhaus hat Stufe 10 erreicht. Ja, das bedeutet, wir können hier jetzt upgraden. Sehr schön und tada. So, okay, wunderbar. Jetzt haben wir... Ich dachte, ich bekomme ja mehr Häuser. Warum habe ich hier nicht mehr Häuser bekommen? Kann ich nicht mehr als 94 Häuser haben? Bestimmt durch Basislevel. Ach, das ist wahrscheinlich nicht pro Basis, sondern in Summe. Na, okay, gut. Okay. Ich glaube, ich sollte vielleicht jetzt doch schauen, dass wir diese andere Produktion dann anstoßen, dass ich vielleicht doch das Optimieren ein bisschen hinten anstelle. So, aber jetzt erstmal, die Straße müssen wir auf jeden Fall noch fertig kriegen. Das ist ja schade. Aber stimmt, das ist nicht pro Basis, sondern in Summe für alle Basen wahrscheinlich gedacht, dieses Hauslevel. Geschichte, Ding. Also wenn ich eine Basis auf Stufe 10 habe, gilt das als komplett abgegradet.
Okay, jetzt sehe ich hier das doch wieder. Naja, gut, passt schon so. So, und dann machen wir diese Steindies auf der anderen Seite auch hin. Weil es kann sein, dass ich da vielleicht irgendwas verdecken muss. Ja, irgendwas, was nicht so schön ist. Löcherige Angelegenheit da unten. So, und der Baum. Muss der weg? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber schon. Ja, tut mir leid, Baum. Du musst leider weg. Oh nein. Du auch. Oh nein. So, und dann brauchen wir noch ein bisschen Zäune. Da haben wir diese Steinwand. Das müsste das sein, ne? Ja, genau. Sehr schön. So, einmal so. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Und dann geht's weiter darüber. Und da hoch. Ja, sieht ja ganz ordentlich aus. So, und dann einmal da. Und wenn wir schon mal dabei sind, komm. Da, 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 da. Ich hätte mich vielleicht auch irgendwann mal entscheiden müssen, ob ich jetzt Zaunwände oder Zaunbrüstungen mache, wie es aussieht. Gut, aber sieht eigentlich, ja, sieht trotzdem ganz ordentlich aus. Okay. Gut, ja, das sieht jetzt so aus, als würden wir hier auf jeden Fall dadurch keine neuen Häuslis mehr bekommen. Wir müssen also wirklich die Zufriedenheit steigern, damit wir da irgendwas reißen können. Ja, und das ist so ein Thema, Zufriedenheit steigern. Da müsste ich jetzt sehr optimieren. Ich glaube eher, dass ich jetzt wirklich anfange, hier die Geschichte anzugehen, ja. Also ich würde mal vorschlagen, dass auf jeden Fall jetzt mal ein Lieferwagen da mal Mana-Kristalle hochfährt. Weil wir brauchen da 20 Stück Mana-Kristalle oben und das kann ja zumindest einer mal beginnen, sage ich mal. So, so ein Wagen. Würdest du die Güte haben, den da hinzusetzen? Danke. Und einmal hier Mana-Kristalle aufnehmen und Mana-Kristalle hochbringen. So. Entladen. Sehr schön. Gut. Und wir müssen diesen Ozeanweg auf jeden Fall auch fertig bauen. Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Ist ja auch noch nicht fertig. Weiß nicht, wer da wieder gepusht hat. Ja? So. Fliegt das jetzt? Nö. Stelzen. Ich muss ja sagen, also diese Stelzen, das ist wirklich echt schwierig zu machen, weil man es halt einfach voll schwer sieht, so in der Perspektive. Einfach perspektivisch echt eine schwierige Aufgabe. Gut, ich meine, wenn da ein bisschen was fliegt, ist jetzt nicht so tragisch. So. Bitte da einmal ran, danke. Oh nein, sie fliegen! Warum habe ich eigentlich gesagt, achso, weil ich da die Steinchen rausziehen muss. Ja, und jetzt haben wir hier auch Reservesteinchen, da bin ich sehr froh. Und ich finde das irgendwie echt süß, dass da der Wagen so einsam rumfährt. Ja, stimmt, da wollten wir den Küstenweg nochmal machen, ne? Irgendwie zumindest da durch die üppige Vegetation durch. So. Aber ich mag das so naturbelassen in dem Fall. Naturbelassene Straßen. Aber ich bleibe hier bei diesem einzelnen Weg. Auf jeden Fall. Dass sich da so durchschlängelt durch das ganze Tal quasi hier. So, kann ich das? Ja, kann ich. Gut, aber weißt du was, wenn wir schon mal dabei sind, ist okay. Ich habe jetzt dann nur echt das Problem. Was ist denn da eigentlich? Okay. Ich habe da nur echt das Problem, dass ich da dann natürlich, dass sich die wahrscheinlich gegenseitig dann überall im Weg gehen. Ah, ich sehe gerade, ich brauche da eh nicht mehr.
als 4 von denen. Dann könnte ich eigentlich... Dann mache ich da, weißt du was, das machen wir jetzt so, dann machen wir da so ein Lager. Für alle möglichen Steinchensorten. Das wird das Lager für alle möglichen Steinchensorten, nämlich einmal, dann kommen wir nämlich da, müssen die dann so sammeln, da kommt einmal da der Feuerkristall rein, dann kommt da einmal der Wasserkristall rein, dann kommt da einmal so ein Erdkristall rein und da einmal so ein Luftikuskristall rein. So, sehr schön. Und ich glaube, die lasse ich auch bei 50, weil, naja gut, ich brauche 100 Omnisteine. So, ich denke, also bin ich. So, da muss ich aber gleich gucken. Die Steinchen. Da muss ich nämlich zu allen Inseln irgendwie so Wege hinbauen. Also da. Das könnte jetzt lustig werden. Dann schauen wir einfach mal, wie wir da wegmäßig durchkommen. Gut, wir haben da auf jeden Fall einen Weg, aber der ist halt weit, weit weg. Ja, ich baue den jetzt einfach da durch die Prärie durch. Weil das ist jetzt wirklich so das letzte Abenteuer dieser Karte. Dass wir unsere Steinchen alle schön zusammenbekommen. Und ganz ehrlich, natürlich könnte ich jetzt Förderbänder machen, aber in dem Fall machen wir das traditionell mit normalen Wagen, die da durch die Gegend fahren und diese ganzen Dinge sammeln. So. Weil einfach nur, damit wir einen schönen Abschluss der ganzen Geschichte haben. So, machen wir da. Da könnte man auch die Wege wirklich mal ein bisschen updaten. Na egal. Gut. Ja, weil dann fährt nämlich hier ein Wagen einmal von da weg, nimmt die Steinchen alle mit und fährt das rüber in das Lager da entladen. So. Sieht jetzt aus wie ein kleiner Weg, aber ist ein ziemlich großer Weg. So, und ich muss das jetzt auch fertig machen, weil genau da müssen wir auch einen Weg rüber bauen. Aber eigentlich, ich merke gerade, eigentlich wird da ein Einzelner auch reichen. Weißt du was? Ich spare mir den Doppelweg. Weil das ist wirklich, da wird nur ein einzelner Wagen fahren. Jetzt hast du so viel investiert vorher. Ja, ich weiß, ich habe da viel Zeit am Anfang der Folge investiert. Haben wir leider ein bisschen umsonst gemacht. Nein, habe ich jetzt. Oh nein, guck mal. Guck mal, was du gemacht hast. Alles statisch nicht mehr korrekt. Ja, ich weiß eh. So, einmal da, einmal da, einmal da. Müssen wir es halt wieder bauen. Ja, das ist ja alles kein Thema. Kriegen wir alles hin. So. Nein, ich wollte das eigentlich löschen, nicht neu bauen. So. Ja, und ich bin gespannt, ob wir das mit der Zufriedenheit schaffen, aber wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, dass wir noch ein Häuserlevel bekommen. Deshalb, ja. Habe ich da jetzt wirklich... Jetzt habe ich da schon wieder überall üppig rausgerissen. Obwohl ich das eigentlich... Wie ging denn das jetzt überhaupt? Eine gute Frage. Da fehlt auch noch einer. Okay. So, ja, müssen wir noch ein bisschen rüber. Aber bis daher müsste es reichen. Ja, das müsste theoretisch reichen. So, dann kommen wir da durch den Ozean durch. Und ich weiß, ich muss das nicht so machen, aber ich will das so machen. Einfach damit wir auch manchmal ein bisschen statisch so halbwegs korrekt arbeiten. Ja, auch wenn da zwischendrin manchmal ein paar Löcher sind. So wie da zum Beispiel. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Ich sehe gerade, das haben wir ja überall. Da ist überall jeder... Och Gott. Ernsthaft? Spiel? Sind einfach zwischendrin haufenweise Löcher. Das ist ja sehr bedenklich. Und eigentlich müssen wir ja da eh... Müssen wir auf die Höhe müssen wir kommen. Also können wir dann ruhig
Da ist auch ein Loch drin. Na toll. Da auch? So, jetzt aber, ne? Und so, und so, und so. So, und die Frage ist, dann werden wir hier gleich auf Ebenerdigkeit runterdüsen. So, einmal so. Und da und da. Ich merke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Da müssen natürlich dann die Dinge rauf. Nein. Und da ist natürlich viel zu viel weggerissen worden. Ich sehe schon, das war wieder zu wenig. Ja. Wo ist denn das Richtige? Gott. Ich glaube, ich spiele das schon zu lange. Also so in Summe gesehen. So, dann schauen wir, dass wir hier durch die Wüste eine schöne Straße ziehen. Eine halbwegs vernünftige Straße genau hier über das Grün. So. Ja, ich könnte die natürlich fliegend machen, alles, aber ich möchte, dass das so ein bisschen halbwegs schön da ausschaut, weil es würde ja alles viel zu viel Geld kosten, wenn wir hier überall in hohem Maße Überfliegersachen machen. So, dann kommt es hier runter auf die Wüstenplattform. So, und dann einmal da nach unten und einmal so und einmal so und so. Und jetzt hier rüber. Dann einmal darüber und einmal daher. So, und dann fehlt natürlich noch die breitere Straße. So, der ist schon voll mit violetten Steinchen. Das ist schön. Ein weiterer Planwagen, der hier dann rote Steinchen rüberfährt. So, also einmal rote Steinchen von da aufnehmen. Und da drüben entladen. So, okay. Dann haben wir da die roten Steinchen schon. Was sind die nächsten? Violette Steinchen. Das geht fast ein bisschen langsam hier, ne? Ja, das geht fast ein bisschen langsam. Das ist so nicht okay. Müssen wir leider kurz optimieren noch, bevor wir da weitermachen, weil wir haben eh schon wieder so viele blaue Bändchen. Aber von wo fahren wir diese Dinge denn bitte weg? Wow. Wie viele Arbeiter haben wir da? Haben wir da 10 Arbeiter drin? Ja. So. Optimieren, 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 optimieren. Wunderbar. So. Zumindest bis daher muss optimiert werden. Aber weißt du was, wenn, dann machen wir ganz, ganz optimiert. So. Jetzt ist nur die Frage von da. Ach, da, Blödsinn, da haben wir ja eh den Violett, den Weg haben wir ja eh schon. Okay. Gut, dann sind die nächsten wohl hier die blauen. Da haben wir dasselbe Dilemma, dass die eigentlich, warum ist eigentlich das Lager hier so? Ah, und das ist, ich sehe gerade, da haben wir ja überhaupt den auch noch nicht. Ach, hey. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Da müssen wir das noch machen. So. Einmal den da, ja. Lag ist okay. So, dann das kommt weg. Einmal da und da. Und dann kommst du darüber und dann da rein. Dann kommt da ein Schieber. Wobei eigentlich haben wir... Ja, egal. Schieber macht eh auch... Solange es geht, ne? So, und die Steinchen.
So. Und einen Aufteiler hier noch. So, gut. Okay, dann haben wir das optimiert. Und dann müssen wir aber da den Zufluss auch noch optimieren. Ja, wir haben sehr viel Optimierungsarbeit hier echt noch nicht gemacht. Ich muss natürlich mit den Arbeitern auch aufpassen, weil sonst habe ich irgendwann keine Arbeiter mehr für das Transportwesen. Ne? Das wäre natürlich nicht so toll. Dann habe ich jetzt eigentlich die zweite Geschichte. Achso, nee, da kann ich ja sowieso keine Leute zuweisen. Gut, ja, aber das Schöne ist, dass wir hier zumindest auf jeden Fall schon mal einen Weg hin haben. Ja, also da haben wir das Problem mit dem Weg nicht. Okay, aber das Problem ist ja eher, dass wir der Planwagen da natürlich jetzt keine oder noch nicht viel blaue Steinchen rausziehen kann. Aber das kommt dann hoffentlich noch. Es müsste jetzt ja, wie gesagt, eh ein bisschen schneller gehen und vielleicht haben wir da dann auch bald die Geschichte dann voll, ne? Gut. So, dann haben wir blaue Steinchen. Dann brauchen wir noch die letzten. Das sind die da drüben. Die sind hier anzutreffen. Warum ist eigentlich dieses eine Männchen schwebt da rum? Genau, da haben wir definitiv mehr als genug von den Steinchen. Also da sind wir wirklich bestens aufgehoben. So, einmal da rein. Also davon haben wir mehr als genug. Ist aber auch der weiteste Weg zum Transportieren. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem darstellen. So, und hier entladen. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir hier einen Planwagen, der im Inventar sehr limitiert ist. Nämlich einmal die Feuerkristalle, dann einmal die Wasserkristalle, dann einmal die Erdkristalle und einmal die Luftkristalle. So. Und der nimmt alles da auf und macht sich auf den langen, beschwerlichen Weg hier in dem Mana-Reaktor. Und diese Omnisteine, was kann ich mit denen eigentlich machen? Wozu brauche ich die eigentlich? Weiß man nicht so genau. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ich werde die Omnisteine da oben in ein Silo werden wir die packen. So, weil Silo müsste ja genau 100 für 100 Platz haben, wenn ich mich nicht irre. Oder? Genau, hat genau für 100 Platz, dann werden die da reingeomnisteint. So, boah, das ist richtig, richtig mies hier hoch. Aber wie gesagt, ist okay. Weil das muss jetzt nicht so schnell gehen. Ja, wir haben da echt keinen Stress mit dem, hätte ich gesagt. Boah, die Zufriedenheit sinkt wieder. Das ist echt irgendwie witzig, dass wir wirklich die Zufriedenheit im Sinken begriffen ist und nicht im Steigen. Ah, ich sehe schon, die warten jetzt auf Förderbänder, die sie nicht kriegen hier, was aber okay ist. Ach, deshalb sinkt die Zufriedenheit wahrscheinlich auch, weil wir da diese Fabrik nicht mehr... Na gut, doch, da sind noch 10 Förderbänder. Apropos Förderbänder, habe ich jetzt hier auch Förderbänder drin? Ja, da sind auch massig Förderbänder drin. Die liefern die jetzt, oder? Ja, genau, okay, das passt. Also wir liefern auch von hier Förderbänder weg. Haben wir hier eigentlich jetzt schon Fischöl? Nee. Müsste aber eigentlich ein bisschen ausgeleitet werden. Müsste eigentlich theoretisch schon ausgeleitet werden. Ja, jetzt müsste dann ausgeleitet werden. Nur, dass wir das auch mal gesehen haben. Genau, und jetzt wird brav Fischöl ausgeleitet. Ach, wunderbar, ich mag das, wenn das so schön funktioniert alles. So, und jetzt wird Fischöl wieder nicht mehr ausgeleitet, weil wir es jetzt wieder brauchen. Gut, okay. Was wollte ich eigentlich machen? Ich weiß nicht mehr genau. Ach, ich muss auch im Production Valley da hinten gucken, ob wir da Förderbänder im Lager haben. Und wenn ja... Nee, da haben wir keine Förderbänder im Lager. Sondern ich glaube, hier schaffe ich das definitiv niemals, dass ich da auf das nächste Level komme. Aber gut, wir haben 500 blaue Förderbänder. Das bedeutet, ich werde die Buchlane weiter blau machen. Aber man sieht, wir haben jetzt auch genügend Bücher.
Also das reicht alles ganz gut. Also im schlimmsten Fall könnte ich auch hier die Bücher nehmen und wissenschaftlich verarbeiten. Was ist das eigentlich? Ach, das ist Spitzhacken. Okay, Spitzhackenproduktion. Na gut. Haben wir irgendwie auch sehr vernachlässigt. Die Bücher sind sogar... Das ist witzig, dass die humpeln. Ja, also dass die nicht gerade dahin fließen. Also Bücher haben wir definitiv mehr als genug. So, wo haben wir denn hier Bücher? Wo ist da die Bücherlane noch nicht ganz? Da müsste da irgendwie. Ja, genau, da ist ja schön. Okay. So. Ich gebe mir einmal wieder 500 blaue Bändchen auf. Aber dann müsste es eigentlich ganz voll sein, so theoretisch. Oder? Ja, gut. Also die Bücher, das Bücherförderband ist jetzt ganz voll. Das gefällt mir sehr gut so. So, und ich habe noch keinen Omnistein gemacht. Aber das liegt jetzt wahrscheinlich wirklich an dem blauen Wasser. Weil da haben wir ein paar drin im Lager. Zwar jetzt auch nicht viel, aber ein paar sind drin. Und ich sehe gerade, wir haben da, wie es aussieht, Bergbauprobleme. Ach du Schande. Okay, wir haben da definitiv... Das ist ja witzig, guck mal. Da ist Kohle. Obwohl man das überirdisch gar nicht sieht. Das ist ja witzig, das wusste ich auch nicht, dass das gibt. Okay, das ist jetzt blöd. Da muss ich jetzt irgendwo Roherze dahin bringen. Haben wir irgendwo Roheisenerz zu finden? Also da ist definitiv haufenweise Stein. Stein, Stein, Stein. Aber ich glaube, Roherze wird schwierig. Nee, da haben wir überall nur Stein. Habe ich irgendwo noch eine Insel, wo Erze sind, Roherze? Da wundert es mich natürlich nicht, dass die Zufriedenheit im Sinken... Ach Gott, ich sehe gerade, wir haben da ein Lederproblem. Wir haben da ein Lederproblem, weil... Weil da einfach zu wenig von dem Zeug produziert wird. Du bist echt zu langsam. Müssen wir auf zwei gelbe Münzverstärker hochstufen. So. Erdverstärker, nee, die möchte ich ehrlich gesagt nicht. Aber das Gute ist, wir haben Erzplatzierung geschafft. Ja, ist das jetzt die letzte Forschung, die wir hier hatten? Ich weiß nicht so genau. Aber dann könnten wir damit vielleicht ja hier dann Erze platzieren. Bin ich jetzt gespannt, wie funktioniert denn das? Also es ist wahrscheinlich wie, Moment, bei Landwirtschaft und Bergbau, Erzsätze. Ach, dazu brauche ich Omnisteine. Erlaubt das Platzieren von Erzvorkommen. Okay. Ja gut, von mir aus. Hilft mir halt momentan nichts. Ja, ich bräuchte ja echt Erze. Aber apropos Omnisteine. Ja, ich habe immer noch 0. Ist das Problem? Ich habe immer noch keine Wasserkristalle. Schade eigentlich, dass ich da... Ja, das hätte ich wirklich frühzeitig machen sollen. Da habe ich jetzt genau das Problem, dass das hier natürlich jetzt viel zu langsam geht. Weißt du was? Ja, ich habe definitiv genügend blaue Münzen, als dass ich da mit Verstärker arbeiten kann. Habe ich da genug von dem? Ja, das müsste auch genug sein. Aber jetzt hat der natürlich zu wenig. Oh Gott, ernsthaft? Wie viel sind da drin? Ich glaube, 3 sind fast zu viel. Ich mache mal einen blauen Münzverstärker.
Aber jetzt kommt der wahrscheinlich dann hier nicht mehr nach. Okay, gut, die Blauen stauen sich hier auch, das passt. Dann sollte jetzt die Omnistein-Produktion theoretisch starten. Und ich finde es aber jetzt echt ein bisschen eine Schande, dass da drüben das Erz jetzt irgendwie ausgeht. Ich kann doch da jetzt nicht komplett über die Ding hier, das da so rüberbauen. Das geht doch nicht. Ich meine, ich probiere dann nachher echt einen Erdsetzer. Dann schauen wir mal. Ach, und ich muss diesen Mana-Reaktor muss ich auch noch bauen. Moment, den bauen wir jetzt gleich. Den baue ich nur einmal hin und wieder weg, weil wie gesagt, den... Ja, ich meine, ich könnte mir natürlich das jetzt voll easy machen und den dahin bauen. So, aber weg. Was? Der, ach, der muss bleiben. Echt? Okay, dann... Ja, dann bleibt er eben. Aber weißt du was? Der Mana-Reaktor... Der kommt ganz woanders hin. Ja, schauen wir mal, was haben wir denn da Schönes? Ich könnte jetzt natürlich aus Luftkristallen Sache. Wasserkristall. Genau, aus Wasserkristallen, weil von denen haben wir so viel. Nee, ich mach da. Aus dem da. So. Und dann machen wir da irgendwo da im Ozean. Oh nein, nicht daneben. Ja, jetzt übertreibt er wieder. Ich weiß, Leute. Aber hey, das gehört einfach dazu. So, wo sind wir denn da zu Hause? Wo waren wir da? Ich finde es auch toll, dass ich Zeug aus Käse machen kann, aber das lassen wir. Ich meine, es gibt Leute, die hungern auf dieser Welt. Da kann ich nicht Sachen aus Käse machen. Wie hoch kommen wir eigentlich? So. Und hier auf diesen hohen Turm steht vollkommen unspektakulär ein Mana-Reaktor. Also noch nicht, aber bald. Nein, was hat... Ja, genau. Oh, was ist denn jetzt passiert? Hallo, Monitor? Moment. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil mein Monitor... Oh, falscher Stein. Warum hat der jetzt... Hä? Moment. Moment, Leute. Moment. So, ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt nicht abgeschmiert ist, weil ich habe nämlich hier das Problem, dass jetzt irgendwie mein Aufnahmemonitor meint, kein Signal mehr. Hä? Warum? Moment, muss noch mal kurz gucken. Okay, ich habe keine Ahnung. Nö, er mag nicht mehr. Ich muss mal kurz rausspringen aus dem Spiel. Wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie... Gut, die Aufnahme läuft noch, aber er zeigt es mir nur echt nicht mehr an. Ja, gut, mach mal weiter. Ist jetzt echt ein bisschen doof. Weil ich jetzt echt nicht weiß, was da jetzt Sache ist. Na, muss ich mir nachher mal angucken. Na gut, auf jeden Fall. Hier machen wir unseren Mana-Reaktor rauf, ja. Hat der einfach so zu funktionieren aufgehört, dieser Monitor. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Na toll.
So, Mana-Reaktor da nach oben. Zack. Dann haben wir den gebaut. Und... Aber das stört mich jetzt richtig. Das stört mich jetzt echt. Warum macht er das? Ist wahrscheinlich irgendein Treiber kaputt oder so. Oh. Okay, jetzt. Moment. Moment, Leute. Ja, toll. Technische Probleme. Ich liebe es. Na, egal. Aufnahme läuft. Das ist die Hauptsache. So, Monitor drehe ich jetzt ab. Der mag wahrscheinlich nicht mehr. So. Alles gut. Ja. Läuft alles super. Für mich zwar sehr verwirrend, aber ist halt so. So, wir produzieren schon schön im Mana-Reaktor tolle Mana-Sachen. Und es scheitert momentan natürlich trotzdem an den Wasserkristallen, aber das sollte eigentlich nicht mehr ewig ein Thema sein, weil eigentlich müssten die Wasserkristalle jetzt richtig gut reinsausen. Und wir bauen jetzt hier trotzdem einen dieser Erzplatzierer. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich hab doch einen... Ich hab doch einen Omnistein. Ach, okay, im Silo funktioniert das nicht. Gut, wenn das im Silo nicht funktioniert, dann muss ich da wohl doch ein Lager hinbauen. Ich wollte das eigentlich vermeiden, da oben so einen Klotz hinzubauen. Oder wir machen das da. Machen das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Nämlich da so ein Ding. Boah, ich bin echt jetzt ein bisschen verwirrt, warum das mein Monitor jetzt rumspinnt. Das brauche ich ja jetzt echt nicht, ne? Was wird das? Boah, wieso musst du immer so spielen? Das wollte ich so nicht. Aber ich möchte Erzsetzer probieren, ne? Naja. Hallo. Och, komm. Warum funktioniert das manchmal nicht mit den Ransätzen? Das ist so komisch. Was sind wir da jetzt? Ich baue auf jeden Fall mal hier jetzt so ein bisschen daran. So, genau. Ist das jetzt so ungefähr... Sollte ungefähr passen. Jo, wir haben Omnisteine. Sehr schön. So, und rein da. Okay. Ja, dann muss das Silo wohl doch weg. Sorry, Silo. Ja, ich wollte dir eine Chance geben, aber du wolltest ja offensichtlich nicht. Witzig, da setzt er dann wieder so normale rote Dinger, Holzdinger ran. Naja. So, dann schauen wir mal. Erzsetzer. Bin ich gespannt, was das so kann. Ist das ein einzelner? Okay, da muss ich so ein einzelnes Ding ran und da kann ich jetzt wahrscheinlich... Da kann ich jetzt wahrscheinlich ein Erz... Oder muss ich da jetzt... Muss ich da jetzt ein Erz pflanzen? Ah, platziere Eisenerz. Oh. Ach, da brauche ich normale Erz... Okay, irgendwo habe ich normale Erzknubbel. Na ja, gut, okay, von mir aus. Das sieht ja lustig aus. Und die wachsen da dann. Okay, das ist ja witzig. Okay, gut, dann... Machen wir da noch ein bisschen mehr von dem. So. Habe ich noch Erz? Ich weiß nicht genau, wo ich die Eisenerzknubbel habe, aber irgendwo in irgendeinem Lager werden die wahrscheinlich drin liegen. Okay, jetzt habe ich keine mehr. Gut, dann wäre jetzt toll, wenn ihr die irgendwo ausleiten würdet ein bisschen. Muss ich schauen, dass ich einfach irgendwo... Irgendwo, wo noch viel Eisenerz ist, ich könnte da natürlich auch ein bisschen was ins Lager packen.
glaube, da haben wir definitiv genug Eisenerz. So, das bedeutet, wir machen da mal ein kleines Lager dazu. Und jetzt bitte in dieses kleine Lager da ein bisschen Eisen... Wow. Genauso wollte ich das definitiv nicht haben. So, hier ein bisschen Eisenerz ranpacken. Machen wir, dass zumindest mal 50 drin sind oder so. So. 50. Sehr schön. Ja, es ist, bin ich echt ein bisschen, also das mit dem Monitor, das macht mich jetzt ein bisschen fertig. Läuft die Aufnahme noch? Ja, sieht so aus. Also wie gesagt, ich hoffe für euch, dass das mit der Aufnahme, dass das funktioniert. Beziehungsweise ich hoffe es für euch, ich hoffe es auch für mich, ja. Ich habe ja sowas wie einen Qualitätsanspruch. Warum habe ich da jetzt eigentlich nur 50 reingetan, wo ich doch mehr bräuchte? Ach, weil ich doof bin. Ach so, ja, das hätte ich eigentlich gleich wissen müssen. Gut, ja. Also, es funktioniert der Aufnahme-Monitoring-Monitor nicht mehr, ja. Also da, wo ich überprüfe, ob die Aufnahme noch läuft und wie sie läuft und was aufgenommen wird, der hat auf einmal den Geist aufgegeben. Weiß ich nicht, was da los ist. Voll komisch. Sollte eigentlich nicht passieren. Und ärgert mich auch, dass es passiert. Aber hilft nichts. Ist jetzt so. So. Setzen wir hier noch ein paar Erzansatzteile. Und da müsste eigentlich, bei denen müsste dann, glaube ich, das Erz wachsen, oder? Müsste eigentlich das Erz dann wachsen, ja. Was eigentlich voll witzig ist, weil Erz... Ach, da brauche ich... Ach, zum Platzieren brauche ich auch nochmal einen Omnistein. Ach du Heilige. So, und hier jetzt irgendwie Wasser, weiß ich nicht, ist jetzt fast ein bisschen zu langsam. Nee, es ist einfach immer noch zu wenig da vom Wasser. Wir haben zu wenig Wasser. Weil wir offensichtlich immer noch zu wenig Wasser produzieren da. Weil die beiden zu langsam sind. Müssen wir einen roten Münzverstärker ranpacken. Hilft alles nichts. Es muss schon schneller gehen. Ich meine, wir haben ja nicht ewig Zeit, ne? Sag ich mal. Jetzt haben wir jetzt hier echt das, was ich befürchtet habe. So, gut, aber die können wir definitiv... Machen wir da drei rote Münzverstärker ran. Ist die Frage, ob das dann... Muss ich dann wirklich auch hier geschwindigkeitsmäßig ein bisschen upgraden, damit die das auch richtig rausziehen. So, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir hier jetzt wahrscheinlich... Genau... Sind die Kristallregeneratoren zu langsam? Die beiden. Obwohl ich da vier Kristalle eigentlich drin habe. Okay, da sind die zu langsam. Ja, machen wir nur einen roten Münzverstärker, ist auch okay. Mit einem wird es ja dann wohl passen, oder? Oder muss ich da jetzt die... Ja komm, ich hab genügend Münzen. Machen wir hier den da. So, zack und zack. Dann sollte die Kristallregeneration wieder schneller vonstatten gehen. Dann kann ich hier vielleicht auch einen zweiten roten Münzverstärker reinpacken. So. Geht sich das jetzt aus? Ja, jetzt soll es, glaube ich, passen. So, Aufnahme läuft noch so theoretisch. Sieht gut aus. Okay. So, die sind am Arbeiten. Das passt. Ach stimmt, weil ich ja da auch blaue Münzverstärker rangepackt habe. Ich glaube, ich könnte da dann... Machen wir mal zwei ran. Ja, einfach nur, ja, wir probieren ein bisschen rum, wie es denn geht und wie es nicht geht. Gut, also zwei sind definitiv dann schon zu viel.
weil dann offensichtlich hier die blauen Knubbeltränke nicht nachkommen. Gut, und jetzt haben wir hier zu wenig Materialnachschub, also das geht ja dann sowieso nicht. Weil Material kann ich definitiv nicht mehr ziehen. Aber ich sag mal, es wird besser mit dem Wasserkristall. Ich meine, ich könnte natürlich die Forschung jetzt hier einfach auch deaktivieren, aber das muss ja auch nicht sein. Weil so dringend ist es dann auch nicht, dass wir hier fertig werden. Ich sehe gerade, ich habe wieder 500 Förderbänder, blaue Förderbänder. Was bedeutet, ich kann hier wieder eine Lane weitermachen. Oder eine halbe, ich mach mal da. Also, nee, eine ganze. Aber ich muss hier bei den Kristallen, das ist nämlich ein bisschen doof, da muss ich aufpassen, dass ich hier auf jeden Fall nicht was überspringe oder überschreibe. Ja, weil das haben die blauen Förderbänder leider so an sich, dass die, wenn man nicht aufpasst, oder generell die Förderbänder, dass die so rüberspringen. Genau wie hier zum Beispiel, da muss ich die einzeln setzen. Ja, sonst komme ich da in Teufelsküche. Und das wollen wir ja nicht, weil was würde ich in Teufelsküche machen? Ich mag schwefelbesetzte Essen nicht so gern. So. Gut. Und das passt. Da, ach Gott, da auch wieder. So. Da wird ausgeleitet, okay. Offensichtlich noch nicht ganz voll. Ah, jetzt haben wir keine Bänder mehr. Okay. Wie viel habe ich noch? 93. Ja, gut, machen wir bis hierher mal. So, gut, okay. So. Wie sieht's mit meinem Erzwachstum aus? Hier in der Erzwachstumsprobeanlage. Ja, das Erz wächst und gedeiht so schön langsam dahin. Abbaufortschritt 22%. Weiß man nicht so genau. Na egal. Wir setzen auf jeden Fall mehr Erze wieder. Aber das ist halt wirklich arg, dass die auch Omnisteine brauchen zum Setzen. Aber ist eigentlich eh nicht schlecht, ja. Weil wirklich Erze setzen ist halt so eine Sache, da denke ich mir, das ist ja eh komisch irgendwie, dass man Erze setzen kann, ja. Aber gut, mit Omnimagie geht das natürlich alles. So, okay. Super. Super. Gut, das passt. Das ist okay so. Der fährt hier. Also die, ich glaube, die anderen Kristalle sind ja echt gut vorhanden, oder? Ja. Ah, jetzt ist der Wasserding aber auch nicht mehr so schlecht. Vielleicht sollte ich mir jetzt echt doch Gedanken machen, hier den Weg etwas zu optimieren, damit das ein bisschen schneller läuft. Oh nein, er optimiert den Weg. Jetzt war der doch so schön. Ja, aber was würde die Menschheit tun, wenn wir immer vor Fortschritt die Augen verschlossen hätten? Jetzt muss ich die Treppen leider wegreißen. Und neue Treppen machen. Also hier solche. Was ist denn das Hässliches? Hä? Ernsthaft, was ist denn das? Machen wir so. Mich verarschen. Komm, Spiel. Nicht auf den letzten Metern hier noch rumzicken. So, einmal da und einmal da. Nicht, dass der Wagen dann sagt, er weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ja, ich weiß, dass du das nicht weißt, aber ich weiß es. So, einmal da hoch und dann nochmal da hoch. Tada! So, okay. Hier zum großen Mana-Reaktor der Freude. Also diese Dinger, die sind echt richtig, richtig langsam, die Treppen. Aber klar, das sind halt Treppen für Menschen und nicht für Wagen. Ja, ist klar, dass die so langsam sind. Jetzt muss ich schauen, dass der Wagen... Weil jetzt findet er... Oh, ich weiß nicht mehr, wie ich da runterkomme. Ja, das verstehe ich. So, jetzt aber... Hätte ich mir gar nicht gedacht, dass das doch so...
dass das doch so schnell geht hier mit den Omnisteinen. So, dann einmal da hoch. Und dann einmal da und runter und runter und runter. So. Und dann noch einmal da und dann haben wir hier auch den Weg optimiert. Denn der Weg ist in dem Fall das Ziel, ja, das Ziel des Spiels, diesen Weg zu bauen. So, jetzt müsste der Highspeed da hochkommen. Jetzt haben wir da keine Verzögerungen mehr durch etwaige fehlende Steinlieferungen. Oder doch, ja offensichtlich doch. Und vielleicht muss ich da auch einen gelben Münzverstärker bei den Dingen ranpacken. Damit das alles ein bisschen flotter geht, Leute. Ja, das kann ja so nicht sein, dass das so langsam ist hier. Vielleicht kann man den auch ein bisschen... Nee, den kann ich nicht verstärken. Gut, muss ich aber auch nicht. So, zack. Aber ich habe ja da... Achso, jetzt sind 4 im Lager. Okay. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Aber normalerweise müssten die relativ, genau, relativ flott wieder. Passt, okay. Gut. Ja, und es ist nur mehr noch eine Frage der Zeit, bis wir da das alles fertig haben. So, machen wir hier ein paar Erzdinger noch. Und dann setzen wir da noch ein paar Erzklumpen ran. Da, da, da. So schön und so toll. Ja. Und wie sieht es jetzt aus mit dem Blauen? Ja, gut, das Lager ist gut gefüllt mit dem Blauen. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass jetzt auf einmal Violette weniger da sind wie Blaue. Wow, okay. Das blaue Lager ist voll. Das ist ja spannend. Gut, dann geht es eigentlich jetzt immer noch... Um dich, du musst geschwindigkeitstechnisch einfach einen Zahn zulegen. Oder? Was ist schneller? Hier die Omnisteinproduktion oder... Weiß ich nicht. Hauptsache, jetzt haben wir da unten so hässliche Holzdinger und der Rest passt. Ja, ist aber okay. So. Und zack. Wahrscheinlich könnte ich sogar jetzt, wenn ich den da... Ja, da könnte ich alles machen mit dem. Da könnte ich definitiv alles machen, aber... Ich wollte lieber den am Berg verwenden, weil der einfach nett ist. Mir gefällt der. Ich finde den echt nett irgendwie. Diesen... Am erhabenen Berg, dieser Mana-Reaktor am erhabenen Berg, den finde ich schon cool. Auch wenn ich Sachen nicht einstellen kann. Naja, gut, wir lassen das nochmal arbeiten und wir fliegen nochmal über unsere Sachen, die wir erschaffen haben in dieser Season, weil ihr habt es wahrscheinlich vermutet, ja. Wir werden natürlich jetzt diese Season beenden, weil wir haben es quasi geschafft. Ja, wir haben alles... gefunden, was wir, also alles gebaut, was wir bauen können in dieser Season. Und wir haben bald alle Ziele. Oder wir haben nicht alles gebaut, was wir bauen können, aber wir haben bald alle Ziele. Und wieso dauert das so lange? Ja, und dann wird es wieder ein neues Spiel geben. Ab nächster Woche. Ich weiß noch nicht genau welches. Wird sich rausstellen, es wird definitiv nicht Factory Town sein, aber ihr könnt euch natürlich auf eine letzte Season Factory Town auch freuen, irgendwann mal in ferner Zukunft, weil eine Mission gibt es noch, die wahrscheinlich sehr lange dauern wird und die wir auch wirklich dann zur Gänze, wo wir alles machen und ich werde auch nicht wie angekündigt mir das quasi privat ansehen, auch wenn ich riesengroße Lust hätte, aber ich mache das mit euch gemeinsam, ja. Ich mache das mit euch gemeinsam und dann... Was ist denn da los? Wieso sagt er das rot? Achso, ja. Ich mache das mit euch gemeinsam, dass wir das rausfinden, wie die ganzen Mechaniken funktionieren. Auch mit den Wasserrohren und den Mana-Rohren und dem ganzen Zeug. Was wir jetzt alles nicht verwendet haben, werden wir dann in der nächsten Season auf jeden Fall verwenden.
Und ja, dann werden wir wieder viel Spaß miteinander haben, hoffe ich zumindest. Aber jetzt in dem Sinne, ihr seht, wir haben das Ziel erreicht und ja. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich habe es euch eh schon, ich sag's eh jedes Mal wieder. Es ist ein richtig cooles Spiel. Echt ein Geheimtipp. Holt euch das Spiel, wenn euch solche Spiele Spaß machen. Und ja, ich hoffe, man sieht sich dann nächstes Mal wieder bei einem neuen Projekt. Also, Siegbedingungen, wir klicken drauf und wir haben gesiegt. In dem Sinn, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.